Dean Lewis ist Singer-Songwriter. Mit Be All Right gelingt ihm 2018 der Durchbruch. Seine Musik steht für große Gefühle, sanfte Klänge und romantische Texte. Der quirlige Australier gehört eher zu den Spätberufenen seines Fachs. Zunächst arbeitet er als Tontechniker. Dann mit fast 30 landet er mit seiner ersten Single Waves auf Anhieb einen Hit. Der Erfolg hat Deans Leben komplett verändert. Mittlerweile lebt er aus dem Koffer, ist ständig unterwegs. Gerade hat er seine erste USA-Tour beendet. Und das Debütalbum ist da, A Place We Knew. 12 Songs über das Leben und die Liebe, wie 7 Minutes. Und da ist er bei uns, Dean Lewis. Guten Morgen. Dass du hier bist. Guten Morgen. In die Deutschland-Tour eingeschoben, gestern noch in Stuttgart. Heute spielst du schon weiter und mal eben schnell ins Morgenmagazin. Genau. Wir sind gerade erst von der Bühne gekommen quasi, wir sind aufgewacht und dann habe ich mich dann irgendwie umgedreht und jetzt sitze ich hier und die ganzen Shows in Deutschland sind ausverkauft. Super, dass die Leute die Songs gut finden. Und verrückt, dass du überhaupt zum Musiker geworden bist, weil eigentlich warst du voll der Computerspiel-Zocker, also du warst voll erfolgreich auch damit, mit Computerspielen. Wann hast du denn das gegen die Gitarre eingetauscht? I used to play like Xbox. Ich habe Xbox gespielt. Also ich war ein super Gamer. Ich hänge mich immer voll rein. Und meine Eltern haben gesagt, da ist keine Zukunft drin. Und dann kam glücklicherweise die Musik und ich habe dann meinen Beruf geändert quasi. Aber ich habe mich immer dafür interessiert. Das ist schon richtig. Aber Musik hat Sinn gemacht und ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Aber ich war ein super Gamer. Du hast dann erst als Tontechniker gearbeitet. Wie oft hast du dann, bevor du sozusagen deine Musikkarriere gestartet hast, gedacht als Techniker, mein Gott, was der da vorne spielt, das ist ja grausam, das könnte ich tausendmal besser. Ich war auch in Fernsehstudios, da gab es dann irgendwie relativ große Anlagen. Katy Perry ist da aufgetreten, also dann habe ich dann das Mikrofon gehalten und ich habe sehr viele Promis interviewt. Und ich war nie der Typ, gesagt, oh mein Gott, so kann ich das auch. Ich habe mir gedacht, das ist nicht so toll. Ich glaube, das kennt man so von außen her. Aber es ist gut, dass es so gut gelaufen ist für mich. Und du hast ja auch Leute total verehrt. Oasis, deine absolute Lieblingsband damals. Warum haben die dich so inspiriert? I loved how simple their songwriting was. Weil die ganz einfach komponiert haben. Fand ich ganz große Klasse. Die sind auch immer sehr cool gewesen. Habe ich gedacht, die haben ganz unterschiedliche Songs. Immer wieder, und die Einstellung fand ich auch gut. Obwohl ich gar keine Einstellung, keine Attitüde bei meinen Songs habe, habe ich mir gedacht, das ist eine Inspiration. Ich kam dann nach Hause und habe mich hingesetzt und habe mir auf YouTube 5 Jahre Oasis angeguckt. So habe ich komponieren gelernt, aber ich wusste das gar nicht so genau. Ich hatte mich sehr dafür interessiert. Also, wie gesagt, Interesse wurde geweckt. Du hast auch schon sehr strukturiert geschaut, wie ist eigentlich ein Song aufgebaut, wie wird das gemacht? Du bist da sehr analytisch rangegangen. Ja, genau, da hast du schon recht. Das Wichtigste ist ja, woher kommen die Ideen? Und das ist meistens so ein bisschen Glück. Ich habe da so Freestyle gemacht mit der Gitarre und habe immer gedacht, hoffentlich kommt da was raus. Aber dann kommt die analytische Seite. Das ist das Nächste, wenn man die Idee hat mit Disziplin und was draus macht und sich fragt, was mache ich da? Man braucht beides, glaube ich, so ein bisschen. Wir gucken uns mal an. Wir haben ein Oasis-Video vorbereitet. Das gucken wir uns mal zusammen an. Ist das so ein Song, der von der Struktur genauso ist, wo du sagtest, da kann ich mir was rausziehen? It's so simple, that song. Das ist ganz einfach, was wir gerade gehört haben. Live Forever.
Fand ich immer ganz große Klasse. Wie gesagt, die Einfachheit hat mich angesprochen. Ich habe dann gedacht, ah, das ist möglich, ich krieg das auch hin. Die haben ja 5 Alben geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht schaffe ich einen Song, der so gut ist. Das war mein einziges Ziel, das zu schaffen. Wie einfach der war, das fand ich gut. Und die haben sich immer weiterentwickelt. Und ich finde dieses Lied sehr, sehr große Klasse. Dankeschön, dass du bei uns bist. Und ich finde auch Dankeschön, dass du ein bisschen anders klingst als Oasis. Und wir hören dich. Da hast du recht. Ja. Danke für die Einladung. Wir freuen uns gleich auf deinen Auftritt auf der Bühne und sehen uns dann später wieder. Dean Lewis. What a pleasure. Thank you. Riesenvergnügen. Ich kann es gar nicht erwarten. Unser heutiger Musikgast kommt vom anderen Ende der Welt, aus Australien. In den letzten 3 Jahren hat er eine Wahnsinnsmusikkarriere dahingelegt. Wirklich von, man kannte ihn gar nicht, bis es kennen ihn ziemlich viele mittlerweile. Dean Lewis ist hier. Welcome to Cologne. Hello, thanks for having me. Yesterday evening you played here in Cologne a concert, and today in the morning we met at 4 o'clock. How many hours did you sleep? Yeah, I got 2 hours sleep, and it's very weird to like, we got on the bus after the gig. It was a great show, and then I woke up on the bus in the television studio and just walked right in, and just I've been here ever since. So I'm tired, but also I feel very lucky to be doing this. I mean, I think we can be glad that you're here and that the bus is really here, because we have the big door where the bus has to go through has a height of 4.3 meters, yeah. And the bus is 4 meter. Oh my God, so close. So we're just like flying here. That's great. I'm glad we made it. I'm glad. Me too. We'd have to walk an extra like 30 meters or something, which would be devastating. After 2 minutes sleep, yeah, yeah, 2 hours that's sleep. That's like 3 kilometers. Yeah, yeah. Okay, yeah. So difficult. So, do you like being a music star then, after 2 hours sleep? Yeah. I wonder what I used to think it would be like. I did think it would be more glamorous, you know, but I also, yeah, I don't think I'm like a music star. Yeah, I don't think I'm a star. I feel like the exact same person, but it's good to know that people know my song, do you know what I mean? And starting to know the songs with the album that I put out. So, yeah. So it's a good question. Have you changed in this last 3, 4, 5 years since you started your music business? Before you did something else, did it something with you personally? Yeah, I think I'm more confident in what I'm doing, and you know, I guess you learn to trust your instincts more with music, and you know, with just everything in general. You know, and sometimes it's saying no to things and kind of backing yourself, saying no, which has been quite helpful. But I'm still always thinking, what's the next thing to do and how can we make things better and stuff like that. So that self-doubt never goes away. When 3 years ago your first single Waves, you released it, did you think that it can be such a big success? Yeah, not really. Like, I mean, I knew the song was good, but I didn't know it would open all these doors, like, you know. And same with Be Alright. Like, and people would come up to me afterwards, I'd play it before I released it, and they'd say, that song's really good, you should put it out. But you can't tell how it's going to go. You can only go, oh, it sounds good. But yeah, I had no idea, but I knew it was good. So I was hoping it would do this, but it wasn't really, like, it's almost improbable. So yeah, but it's great that it has. What did you do before you went in this music business? I was behind the camera doing the boom operating, like on television shows, and so I did a lot of like interviews with musicians and stuff like that, and it was a very good job and very relaxing, not much work. Like, it was quite, you just talked all day, you know, and then I just gave it all up to do this. And how did it come this point in your life when you said no, I want to change it, no, I want really to go in this music stuff? Yeah, it was just, I got to the point where I don't know, I just naive, a bit naive, I think, you know, you look at it's very small chance, do you know what I mean? But I just kind of said, I'm quitting my job, kind of moved home, sort of, and actually moved in with my nan for 6 months. Like, this is a few, 4 years ago, maybe, moved in with my nan, and because I wanted to, like, I was like, I'm gonna give everything I can to this, and I think it was just a bit of craziness, really, yeah. But I'm glad it still feels like it's on the edge. I don't know where it's going, but I feel like it's now starting to look like it's working out, which is good. Yeah, really put all in music. Yeah, I remember the day I moved out of my apartment and broke up with this girl the same day,
And yeah, and then I moved in with my nan, and I was like, this is the day, like this is it. I'm just going to focus 100%. And I just had a manager around that time, a music was kind of coming into contact with me. So it was just kind of, my first, as soon as something happened, the very first thing, I was like, okay, I'm going all in. I saw the doors opening. When you last year your single Be All Right became number one in Australia, and yeah. Now your album, which is released a few days ago, yeah. is also already number one in Australia. Yeah. Well, how does it feel like? Oh, it's amazing. It's very rare for an artist in Australia to go number one, because we have so many, you know, European, English, and American music. So feel very lucky. It's an honor, and I just, yeah, it's just blown my mind. But all around the world, like, it's gone, you know, top 20 in so many different countries. It's just, it's very rare for an Australian artist to do this. You know, for it's your music is sort of limited to Australia. That's almost the goal. So for it to do stuff outside of Australia has been really special as well. There are a lot of singer-songwriters around the world. What is your music about? Yeah. Well, I don't really have any sort of message that I want to get across. I'm just like, you know, it's just real songs that I write, you know, that I think sound good. And then I hope people like them. So I don't really try to differentiate or not differentiate, or I'm just kind of, that's just what I do kind of thing, I think. Yeah. Yeah, recently you're now on tour through Germany, afterwards Europe, London, a lot of other countries, and a lot of concerts are sold out already now. Yeah. What is the best when you're staying on stage, when you're on stage there and all the people are in front of you? What is it? Nerves and excitement. Like, there was a time last night and the night before in Stuttgart and last night in Cologne. Everyone was singing 7 minutes back, and I couldn't stop smiling because it was just like, this is surreal. Like, I've never heard that song sung back so loud. So I can feel it growing, and it's very, very exciting. But also, I'm just trying to not screw up as well. I'm trying to remember what I'm doing. So it's kind of a mix of the two, which is exciting and nerves. Thank you for having you today here, and I wish you a lot of magic moments. Thank you very much. During the tour. Thank you, Dean Lewis. Thank you for having me. I appreciate it. Cheers.